Die Themen heute: Nachhaltigkeit. Wirtschaft und Kirche diskutieren über dieses beliebte Schlagwort. Und grünes Konzept. Messe München setzt schon seit Jahren auf erneuerbare Energien. Was steckt eigentlich hinter dem abstrakten Begriff Nachhaltigkeit? Welche Chancen bietet er für Wirtschaft und Gesellschaft? Darauf antworten viele Bürger in Bayern sehr unterschiedlich. Eine Veranstaltung in München widmet sich dem Thema und will in einem Dialog zwischen Kirche und Wirtschaft für mehr Klarheit sorgen. Nachhaltigkeit ist alles das, was man zielgerichtet innerhalb eines Systems weiterverfolgt, um über lange Jahre also die gleichen Ergebnisse zu bekommen. Ich würde sagen, Nachhaltigkeit ist dann gegeben, wenn ich mein Handeln auf das Ergebnis in der Zukunft ausrichte. Nachhaltigkeit ruht auf drei Säulen. Das ist die Ökonomie, das ist die Ökologie und das ist das Soziale. Dies zusammengefügt, auf Dauer angelegt, ist etwas, was langfristig gute Wirkung hat. Einig sind sich die Gesprächspartner darin, dass das Thema Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Viele Menschen machen sich Gedanken über knapp werdende Ressourcen und das Leben nachfolgender Generationen. Auch Unternehmen können auf Dauer nur dann erfolgreich sein, wenn sie auch nachhaltig handeln. Wir sind, wie es so schön heißt, in das Zeitalter des Anthropozän übergegangen. Das heißt, wir können die Welt radikal verändern durch das, was wir tun, auf eine Weise wie nie vorher in der Geschichte. Und deshalb steigt die Verantwortung für die Generationen, die nach uns kommen. Der alte Spruch der Grünen gilt immer noch: Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Nachhaltigkeit entwickelt sich zum Leitbild des 21. Jahrhunderts. Dieser Ansicht sind Wirtschaft und Kirche. Doch im Alltag eines Unternehmens ist es oft schwierig, dieses Thema ganzheitlich umzusetzen. Beim Betrieb Adelholzner Alpenquelle zum Beispiel ist wegen des Werteverständnisses Sonntagsarbeit tabu. Doch genau damit wäre aber eine effiziente Auslastung der Maschinen gut möglich. Neben dem Alpenpanorama an klaren Tagen bewundern Besucher hier auch gerne die Gebäude der Umgebung. Denn eine der größten Ausstellungen der Welt präsentiert die Messe München auf ihren Dächern in Riem. 12 Hallen und das Parkhaus liefern Strom aus Photovoltaikanlagen. Eigentlich der gesamte Strom, der hier verbraucht wird, kann aus diesen PV-Anlagen gespeist werden. Es ist aber so, dass wir nicht immer so viel Strom brauchen, wie wir hier auf unseren Dächern produzieren. Und dann wird der Strom eingespeist in das gesamte Netz der Stadtwerke München und wird von irgendwelchen anderen Nachbarn etc. verbraucht. Von einer Plattform aus können Gäste und Kunden die vielen Solarmodule des Messegeländes sehen und mehr über die Zukunftstechnologie Photovoltaik erfahren. Aber auch beim Heizen setzt die Messe München auf erneuerbare Energien. Wir haben mal die gesamten Maßnahmen der Messe München durchkalkuliert und überschlagen, was wir damit einsparen an CO2-Äquivalent. Und wir würden ungefähr 8000 Tonnen CO2 reduzieren, dadurch, dass wir eben so viele grüne Maßnahmen hier am Standort haben. Wenn man das mit Bäumen erreichen wollte, also Bäume, die CO2 verbrauchen und binden, dann bräuchte man dafür 640.000 Bäume. Also wir sagen, wir sind die grünste Messe auf jeden Fall in Deutschland, vielleicht sogar der Welt, weil man schon von Beginn an das Thema Nachhaltigkeit mitgeplant hat. Also wir wollen nicht nur Messen haben zum Thema Nachhaltigkeit, die wir auch haben, sondern auch das Gelände nachhaltig betreiben. Umwelttechnologien spielen auch beim Messesee eine große Rolle. Denn er speist sich aus Wasser, das auf den Gebäudedächern landet. Möglich macht dies ein modernes System, das Regenwasser sammelt und bei Bedarf in den Messesee leitet. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.